Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Division 2 mit dem Cassie Mendoza Handler Reset. Ihr wollt noch mehr sehen und mal zu guten Let's Plays passen, dann abonniert meinen Kanal. Wir gucken gleich mal rein und die Gute bietet uns den Tsunami an, die benannte Schrotflinte mit 12,3 Schrotflintenschaden, 10 Rüstungsschaden, 9,9 Nachladetempo und perfekte Salve. Zwei aufeinanderfolgende Kills füllen das Magazin auf und gewähren für 10 Sekunden plus 40% Waffenschaden. Der Nachtwächter, die benannte Maske von Gilagard mit 125.756 Rüstung, 100% Impulsscanner-Tempo und 16.835 Lebensenergie. Wahrer Patriot, der Rucksack bietet uns 148.582 Rüstung und 14.877 Lebensenergie. Dilemma des Verhandlungsführers, eine Weste mit 15% Waffenschaden, Top Roll und 7,4 Statuseffekt. Zukünftige Initiative, ein Handschuh mit einem Fertigkeitenrang und 17 Reparaturfähigkeit. Zukünftige Initiative, Knieschoner mit einem Fertigkeitenrang und 16,6 Reparaturfähigkeit. Aktive Direktive Holster mit 11,9 Waffenschaden und 10,6 Schaden durch Crittreffer. Zorn des Jägers mit 12,4 Waffenschaden und 7,9 Fertigkeitenschaden. Die MK16 Taktik 10,9 Sturmgewehrschaden, also 16,5 Lebensenergieschaden, 8,5 Chance auf Crittreffer und synchrone Sieg. Das Treffen eines Gegners gewährt 5 Sekunden lang plus 15% Fertigkeitenschaden. Die Verwendung einer Fertigkeit oder das Shading eines Gegners mit einer Fertigkeit gewährt 5 Sekunden lang plus 15% Waffenschaden. Schadenssteigerungen werden verdoppelt, wenn beide Stärkungen gleichzeitig aktiv sind. Resolute MK47 14,8 Gewehrschaden, 14 Schaden durch Crittreffer, 6 Lebensenergieschaden und dem Talent Erneuerung. Kopfschüsse gewähren 15 Sekunden lang plus 30% Fertigkeitenreparatur. Overlord Armaments, ein Rucksack mit 11,5 Waffenschaden, 9,9 Schaden durch Crittreffer, 8,5 Fertigkeitenschaden und dem Talent unter Strom. Das für die Verwendung eines Reparaturkits gewährt plus einen Fertigkeitenrang für 15 Sekunden. Beträgt der Fertigkeitenrang bereits 6, gewährt es Überladung, Cooldown von 60 Sekunden. Douglas und Harding, ein Holster mit 10 Waffenschaden, 6 Chance auf Crittreffer, 6,7 Sprengsatzwiderstand. Fertigkeitenprotokoll Ausdauer, 8,9 Widerstand gegen Brand und Netzwerk-Firewall für 4,5 Wirkzeit. Eigentlich überhaupt nichts Überragendes, außer hier, wir haben möchte die Weste von Dilemma, aber ansonsten eigentlich gar nichts dabei, was jetzt so ins Auge springt. Naja, der andere Henry Set war ja auch nur Mist. Neujahrs Cassie ist auch Mist. Und somit sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.